Herzlich willkommen zu ATV Gesundheit. Die Arthrose ist Volkskrankheit Nummer 1. Besonders relevant ist dabei die Sprunggelenksarthrose. Die Betroffenen verspüren zunächst nur Anlaufschmerzen. Nach einer Ruhepause später nehmen die Schmerzen immer weiter zu. Wie kommt es zur Sprunggelenksarthrose? Wie wird sie behandelt? Und was kann man vorbeugend tun? Das erklärt uns heute Dr. Manfred Thomas. Grüß Sie, hallo. Sie, guten Abend. Arthrose ist ja ein Sammelbegriff. Was versteht man eigentlich darunter? Die Arthrose fasst zusammen degenerative Veränderung eines Gelenkes. Das heißt, die Gelenke sind nicht mehr so geschmiert, wie sie geschmiert sein sollen. Der Knorpel nimmt an seiner Substanz ab. Er ist nicht mehr hart und weiß, sondern wird weich, dünner, kann nicht mehr so gut polstern und federn. Gelenke werden breiter, werden weniger gut beweglich. Und auch Bänder werden verschlissen. Das heißt, die Gelenke sind einfach nicht mehr so belastbar, wie sie ursprünglich eigentlich sein sollten. Da kann auch Knochen auf Knochen reiben, nicht? Im schlimmsten Fall ist dann der Knorpel wirklich futsch und dann reibt Knochen auf Knochen. Das ist quasi wie ein Mühlstein und das tut weh. Wie sieht denn die Arthrose speziell am Sprunggelenk aus? Sie haben uns da ja ein paar Modelle mitgebracht vom Fuß. Ja, ich habe Ihnen hier einige Plastikmodelle, muss ich betonen, mitgebracht. Die Arthrose am Sprunggelenk betrifft vor allem das obere Sprunggelenk. Wir haben zwei Sprunggelenke, ein oberes und, wenn wir hier vielleicht von der Seite gucken, ein unteres Sprunggelenk. Die beiden zusammen bewerkstelligen die maßgebliche Beweglichkeit unseres Rückfußes. Wichtig beim Laufen, beim Stehen, beim Stabilisieren, eigentlich bei jeder Bewegung, die wir durchführen. Was spüren denn die Patienten bei der Sprunggelenksarthrose, wenn es losgeht? Also was sind da so die ersten Anzeichen? Ja, viele stellen sich eigentlich vor, weil sie bemerken, dass es nicht mehr so gut geht. Ja, sie können einfach beim Sport nicht mehr so lange durchhalten. Es wird schneller schmerzhaft oder dick, das Gelenk schwillt an. Es gibt also einen sogenannten Gelenkerguss als Folge einer Überlastung. In dieser Flüssigkeit des Gelenkergusses sind entzündungsbildende Einzelbestandteile und damit tut's weh. Wie kann man denn die Sprunggelenksarthrose von anderen Schmerzbildern unterscheiden? Das muss ja nicht immer gleich das Sprunggelenk sein, beziehungsweise eine Arthrose. Na gut, also wenn man eine sorgfältige Anamnese und auch Untersuchungen durchführt, dann kann man schon ziemlich genau sagen, ob es jetzt wohl doch eher vom Gelenk oder von den Bändern oder von Sehnen kommt. Und dann haben wir natürlich Hilfsmittel, Ultraschall, Röntgen oder CT, MRT und so weiter. Wie entsteht denn die Sprunggelenksarthrose speziell? Also Sie haben es ja einleitend schon gesagt mit der Arthrose, das nimmt immer weiter ab. Sind das so degenerative Prozesse, die besonders im Alter vorkommen? Naja, also es gibt schon einige Ursachen für eine Arthrose. Wir kennen sicher noch nicht alle, aber man kann es vielleicht so zusammenfassen, die einen sind eben eher tatsächlich mechanisch, also Übergewicht, schlechtes Schuhwerk, Überbelastung im Beruf, stehende Berufe, das ist die eine Seite. Die andere Seite sind dann aber vielleicht eher auch angeborene Dinge, also Achsfehlstellungen, wirklich schiefgewachsene Knochen oder Gelenke, die natürlich einen extremen Verschleiß bedingen oder eben auch Verletzungen, also Zustand nach Unfällen, ja, also Unterschenkelbrüche, Sprunggelenksbrüche, die, wenn sie nicht wirklich optimal versorgt sind, führen zu einem frühzeitigen Verschleiß. Und sogar das normale Umknicken kann da gefährlich sein? Ja, das normale Umknicken ist eine der häufigsten Verletzungen, die wir überhaupt in unserer orthopädischen Praxis sehen. Und das profane Umknicken kann natürlich nicht nur eine Überdehnung bewirken, sondern auch eine Knorpelschädigung oder ein Zerreißen von Bändern oder Sehnen. Und wenn der Schmerz eben nicht innerhalb kurzer Zeit wieder vergeht und Sie wieder eine normale Funktion haben, dann sollte uns das hellhörig machen und da müssen wir sicherlich weiter nachforschen. Ich meine, jeder ist ja mal umgeknickt und mein Gott, dann heißt es, stell dich nicht so an und lauf weiter. Ja klar, also das kennen wir ja alle. Ja, wir sehen es ja auch im Spitzensport, wir betreuen ja viele Spitzensportler. Da gehört es wirklich zum quasi fast zum täglichen Leben, dass sie mal umknicken. Aber auch da sehen wir natürlich häufig Bandverletzungen oder auch Knorpelschäden.
die dann dazu führen, dass wir auch Spitzensportler operativ versorgen müssen. Also wenn der Fuß zwei Tage nach dem Unknick noch wehtut, sollte man zum Arzt gehen? Sollte man zumindest mal nachgucken. Und wenn viel Schwellung da ist, große Schmerzen, deutliche Einschränkung der Beweglichkeit und da ist eben auch die Expertise des Arztes gefragt, dann sollte man weitere Untersuchungen anschließen. Also man sollte Verletzungen am Sprunggelenk, am Fuß unten gar nicht so unterschätzen, dass... Nee, also wir sind sehen ja auch große. Ist ja, ich meine, der ganze Körper ruht ja auf dem Fuß und wenn man umknickt, dann gibt man ja auch ordentliches Gewicht drauf. Ja, wir haben ja auch heute eines unserer großen Stichwörter in der heutigen Medizin ist die Prävention. Also wir wollen vorbeugen und dazu gehört eben auch, dass wir Verletzungen frühzeitig erkennen, um die Therapie so durchzuführen, dass es eben erst gar nicht zu der Vollform der Verschleißkrankheiten kommt. Was ist denn mit normalen Verschleißprozessen jetzt, wenn ich Jogger bin und den Fuß sehr oft belaste und jetzt zum Beispiel nicht unbedingt im Wald jogge, sondern auf dem Asphalt und da muss das ja auch die ganze Zeit arbeiten. Kann es dadurch auch zu so einer Arthrose kommen, dass der Knorpel sich abbaut? Nein, also das sollte der Körper gut verarbeiten können. Wir brauchen ja sogar die Bewegung und wir brauchen sogar Belastung. Wir wissen, wenn jemand im Koma auf der Intensivstation liegt und wenn wir den einige Wochen nicht mehr bewegen, dann steifen die Gelenke ein, dann bekommen wir eine Osteoporose, der Knorpel wird brüchig und das ist also viel, viel schlimmer, als würden wir uns regelmäßig bewegen. Also die regelmäßige Belastung und Bewegung ist sicher wichtig. Welche Rolle spielt denn Übergewicht? Naja, der Tempel mit den Säulen. Übergewicht ist einfach eine Überdosis an Strapaze für die Gelenke. Und zwar nicht nur fürs Sprunggelenk, auch fürs Knie und fürs Hüftgelenk. Diese beiden sind ja die ganz wesentlich betroffenen Gelenke bei der Arthrose. Sprunggelenksarthrosen sind demgegenüber seltener, aber nicht minder gravierend. Und da ist Übergewicht einfach ein klarer Faktor. Und gleich sprechen wir noch über die Therapie und auch über die Sprunggelenksprothese. Die gibt es nämlich auch nach einer ganz kurzen Pause. ATV Stadtgespräch, der Wochentalk. Aktuell, objektiv, persönlich. Mit Themen, die Sie wirklich interessieren. Das ATV Stadtgespräch. Mehr Informationen für Augsburg und Schwaben. Es geht bei uns um die Sprunggelenksarthrose und wir sind jetzt bei der Therapie. Was kann man denn konservativ tun? Man muss ja nicht immer gleich aufschneiden und rein, sondern man kann ja wahrscheinlich auch vorher schon ein bisschen was tun. Das ist auch sicher das, was sich der Patient wünscht, nehme ich jetzt einfach an. Konservativ ist immer der erste Schritt. Da fangen wir an mit entzündungshemmenden Medikamenten, mit Krankengymnastik, wenn denn tatsächlich auch mal eine Verletzung vorgelegen hat, mit Gangschulungen zum Teil, ganz profan, das richtige Gehen lernen vor dem Spiegel unter Hilfe eines Physiotherapeuten oder Arztes, der Ihnen dem Patienten sagen kann, wie belaste ich richtig, Einlagen. Sprich, wenn eine Fußfehlstellung vorliegt. Genau. Einlagenversorgungen, Optimierung der Schuhe, all diese Dinge, die sind eigentlich die primären Aktionen, die wir vornehmen. Es gibt auch eine Entlastungsorthese. Was genau versteht man denn darunter? Ja, Entlastungsorthesen, also Orthesen sind Hilfsmittel, kennen wir alle, die Bandagen, die man am Sprunggelenk zum Beispiel tragen kann, wenn man mal umgeknickt ist oder Ähnliches, das sind Orthesen. Also zum Bandagen. Stabilisieren dann? Jawohl, stabilisieren, also externe Hilfen, um das Gelenk stabiler zu halten. Wann ist denn dann die OP nötig? Also wann sagen Sie, da müssen wir ran? Wenn die anfänglich benutzten konservativen Methoden einfach nicht fruchten. Wenn ein Patient trotz all der Dinge, die wir eben durchgeführt haben, immer wieder kommt mit Schmerzen, mit Schwellungen, die Gehstrecke kürzer wird und wir dann auch auf Röntgenbilder oder Kernspin oder CT, was man dann eben durchführt, nachweisen können, dass ein Schaden im Gelenk vorliegt oder sogar ein Knochen abgesplittert ist, also ein freier Gelenkkörper im Gelenk umherschwimmt, der sich einklemmen kann. Bei diesen Dingen ist klar, das bekommen wir ohne OP dann nicht mehr hin. Aber da müssen Sie auch nicht den ganzen Fuß aufschneiden, zum Glück, sondern die Medizin ist da ja ziemlich weit gekommen. Da gibt es die Arthroskopie, das sind bloß drei so Stangen, mit denen Sie dann da reingehen. Ja. Was können Sie denn damit alles machen, mit diesen mini kleinen Werkzeugen? Ja, also Arthroskopie ist sicher ein Segen, den wir jetzt so seit rund 40, 45 Jahren
zunächst für die großen Gelenke, fürs Kniegelenk. Das war, das hat sich dann immer weiter verfeinert. Ja, genau, fürs Kniegelenk ursprünglich, mittlerweile Sprunggelenk, Handgelenk, zum Teil sogar für Zehengelenke benutzen können. Das muss man sich vorstellen wie chinesisches Essen. Da haben sie also zwei Stäbchen. Und das eine Stäbchen ist die Kamera, das andere Stäbchen ist das Instrument, mit dem wir arbeiten können. Und da kann man Knorpel glätten, Knochenstücke entfernen. Also da kann man schon relativ viel mit zwei ganz kleinen Zugängen, die jeweils einen halben Zentimeter groß sind, bewerkstelligen. Kann man den Knorpel denn auch transplantieren, dass man ein anderes Knorpelstück unten reinsetzt, wenn der Knorpel geschädigt ist? Ja, auch da haben wir große Fortschritte gemacht. Wobei ein großer Unterschied ist, ob es Verschleiß ist, also chronische Abnutzung, Autoreifen, der nach langer Benutzung sein Profil verliert, oder ob frisch ein Stück herausgestanzt ist oder herausgeschlagen ist durch einen Unfall. Also beim Unfall haben wir viel bessere Durchblutung, da ist diese Transplantation eigentlich eine wirkliche Möglichkeit. Beim Verschleiß ist es schon eher schwierig, weil wir da eben eine schlechtere Einheilung haben. Und im schlimmsten Fall, wenn man gar nichts mehr machen kann, muss die Prothese ran. Oder eine Versteifung gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, da sind eigentlich die beiden Möglichkeiten, die wir so quasi als Endstation haben. Gibt es irgendwie eine Regel bei dem Versteifen und bei dem? Ja, also es ist tatsächlich so, es ist nicht für jeden das Gleiche, das Richtige. Ja, also einer, der sehr viel körperliche Belastung hat, ein Waldarbeiter, einer, der viel stehen oder viel schwere Dinge heben muss, für den ist wahrscheinlich die Versteifung das Bessere. Einer, der eben nicht so schwer arbeiten muss, bei dem es vor allem darum geht, dass er gut mobil bleibt, für den ist die Prothese das Bessere. Und wir haben heute Prothesen, die tatsächlich 15 Jahre überdauern und ähnliche Haltezeiten haben wie die Knieprothesen. Also da hat sich viel getan. Die sehen auch ähnlich aus wie diese Gelenkprothesen. Sie haben uns da eine mitgebracht. Wenn Sie es mal in der Kamera halten können, ich nehme es gerade noch mal kurz hoch. Die sind jetzt nicht ganz so schwer wie die von der Knieprothese. Aber es ist auch so ein Schlitten. Deutlich kleiner. Ja. Sie müssen sich vorstellen, wir versuchen also heute nicht ein großes neues mechanisches Teil einzubauen, sondern es werden die Oberflächen der Knochen abgeschliffen. Das gehört da oben drauf? Das hier gehört jetzt zum Beispiel hier auf das Sprungbein. Da hat man also hier am Sprungbein die Oberfläche abgeschliffen. Und die fräsen da so ein Stück rein? Oder so? Genau, und dann wird dieses Teil, da gibt es Fräslehren, also das ist schon wie im Modellbau, damit es genau passt. Und dann wird dieses Teil aufgesetzt. Das ist auf der Rückseite. Jetzt halte ich das mal, dass man es hier so sehen kann. Da ist es in der Regel beschichtet, sodass der Knochen richtig in die Prothese einwächst, dass es also einen festen Verbund gibt. Das Stück, was Sie jetzt in der Hand haben, wo kommt das denn hin? Das kommt ans Schienbein. Und da ist jetzt quasi zwischen dem Sprungbein ein Plastikteil, das beweglich ist. Und auf diesem Plastikteil ruht dann dieses Teil, das wir auf die Unterseite unseres Schienbeins setzen. Und damit haben wir alle Bewegungsrichtungen und haben dieses Plastikteilchen als Puffer. Sprich, der Knochen geht jetzt von hier, das unter nach den, oben weiter. Unter den der Knochen geht nach oben weiter. Also wenn man sich das vorstellt, ich stelle jetzt mal hier das Ding hier daneben, da kann man sich vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen. Es sind also wirklich nur Millimeter dicke Schnitte, die wir da durchführen. Es ist ein sehr enger Raum, deshalb ist die Sprunggelenksprothese technisch schwieriger als in der Regel die Knie- oder Hüftprothese, aber sicher ein Instrument, das man heute wirklich benutzen kann. Jetzt haben Sie gesagt, 15 Jahre kann sowas halten, dann muss es eventuell ausgetauscht werden, vielleicht auch nur das Plastik. Wie mobil ist man denn mit so einer Prothese? Kann ich damit joggen zum Beispiel oder kann ich Sport treiben? Also Skifahren alleweil. Sie können Bergwandern, Bergsteigen, Sie können eigentlich die einfachen Sportarten alle durchführen. Die Sportarten mit hoher Belastung, also Fußball, Basketball, Judo, die sind sicher nicht optimal bei der Prothese, aber den kleinen Alltagsgebrauch, würde ich jetzt mal so sagen, den kann man eigentlich mit der Prothese ganz gut durchführen. Und man hat mit so einer Prothese unwahrscheinlich viel Lebensqualität wieder zurück, wenn man sich mal anschaut. Kein Schmerz und Beweglichkeit, das ist toll. Das war die Sprunggelenksarthrose, was man tun kann bis zur Prothese. Herr Dr. Thomas, vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns das erklärt haben. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen.